Ja, jetzt bist du ja schon mal Paartherapeut, Diplompsychologe und so weiter, Experte für toxische Beziehungen, obviously. Und melde mich nochmal von dem, die letzten Tage, ich versuche das nochmal zwischenzukriegen, von dem Amber Heard schon in der Prozess, wo heute wirklich ein peinlicher Expertenauftritt gerade auch noch stattfindet von einem Dr. Spiegel. Und muss echt sagen, sowas habe ich auch noch nicht gehört. Und also aus meiner Sicht, das ist auch natürlich nur Meinung, Mutmaßung, so eine Verdrehung vor Gericht. Also man ist einfach fassungslos. Man hat einfach das Gefühl, die können da irgendjemand auftreiben oder die suchen so lange, bis du jemanden, einen Experten gefunden hast, der sagt, was du hören willst. Und das, also naja, vorher ging es nochmal darum, ich komme gleich nochmal drauf zurück, dass da ein Arzt da war, der dann gesagt hat, ja, diese Verletzungen an diesem Finger passen nicht dazu, was Johnny Depp erzählt hat. Muss man jetzt, glaube ich, nicht so viel drauf eingehen, war, glaube ich, ja, ist da im Kreuzverhör, ja, wurde dann, glaube ich, ganz gut dargelegt, dass er da auch sehr aus der Ferne das beurteilt hat und dass das irgendwie in sich auch nicht alles vielleicht zu 100% stabile Aussage war, aber gut, genau, das, aber man hat irgendwie das Gefühl, das ist jetzt nicht so eine wichtige Aussage. Und dann kam dieser Spiegel wieder als, ja, so ein Experte und hat sich dargestellt als Experte für häusliche Gewalt. Dann kam aber raus, naja, so richtig Experte für häusliche Gewalt ist er jetzt auch nicht. Er ist halt für Trauma und ist halt Professor und dies und das irgendwie und Psychiater und man insgesamt schon irgendwie auch, weiß ich nicht, also ich finde einfach, dass diese Leute von Amber Heard, die immer haben, dass die immer sowas tendenziell Unsympathisches, Unfreundliches, Schroffes, manchmal auch irgendwie Seltsames haben. Naja, aber gut, ist ja wahrscheinlich wichtiger, was er sagt, aber gut, das denke ich mir auch mal, ist ja auch ein bisschen wie so eine, wie so jemand so rüberkommt vor Gericht, so, ne? Und der hat dann darüber geredet, dass natürlich Drogen dazu führen kann, dass mehr Gewalt stattfindet. Ich glaube, das wissen wir alle irgendwie. Und wobei dann immer, glaube ich, so ausgelassen wird, dass Emma Hurt ja auch Drogen genommen hat. Aber gut, darum geht es in dem Prozess ja auch nicht. Es geht eigentlich nur darum, ob Johnny da was gemacht hat. Und ja, das stimmt natürlich, ist natürlich ein Argument, ganz klar. Und dann wurde er gefragt, ob Täter denn auch in Therapie gehen würden. Und er hat eher gesagt, nein. Und das ist einfach aus meiner Sicht kompletter fucking Bullshit. Also ich habe schon erlebt, dass Täter in Therapie gehen. Also welche, die auch Sachen machen in Beziehungen. Und vor allen Dingen die, die aus dem Spektrum kommen, wie vermutlich oder eventuell Amber Heard kommt. Gerade die machen sowas. Die gehen in Therapie. Also es sind nicht alle gleich mit, es gibt ganz, nicht, falls da wieder jemand schreibt, es sind nicht alle Borderliner gleich, nein. Aber gerade Menschen, die mutmaßlich Borderline haben, plus eine histrionische Persönlichkeitsstörung, kann gut sein, dass sie in Therapie gehen und trotzdem Täter sind zu Hause und dann in der Therapie sagen, ich bin ein Opfer. Also ich habe das auf jeden Fall schon erlebt, so. Also von daher, für mich eine absolute Irrsinnsaussage, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, also kann sein, dass so ein obercooler Narzisst das nicht macht, aber ja, also das fand ich schon mal einfach krass. Und dann beschreibt er den toxischen Kreislauf, den wir ja auch immer hier besprechen, aber komischerweise so, als wenn Johnny das machen würde und nicht sie die ganze Zeit. Okay, aber gut, ich, naja. Und dann ging es los, das war wirklich echt skurril. Dann ging es los, fing an, auf einmal über Narzissmus zu reden, so, ne? Narzissmus bei Johnny Depp, so, ne? Also, er hat ja nicht gesagt, narzisstische Persönlichkeitsstörung, aber dann wurde referiert über Narzissmus, dann konnte er nicht mehr aus dem Stand diese Sachen aufzählen, die zu Narzissmus gehören. Also, ich fand das einfach, oh, also wirklich. Und dann hat er ernsthaft gesagt, dass er so eine diagnostische Einschätzung machen kann, obwohl er ihn nicht untersucht hat. Und da haben die gesagt, ja, aber es gibt doch hier die Goldman Rule, dass du jemanden nur diagnostizieren darfst, also das zumindest ist das in der APA, American Psychological Association, deswegen sage ich ja auch immer, es gibt keine Ferndiagnosen, das ist einfach so ein Standard. Und dann hat er einfach gesagt, ja, in dem Fall wäre das aber nicht, könnte er das. Wer könnte das? Und das hätte so durch die ganzen Unterlagen gewühlt und er könnte das jetzt. Also
Also, es ist einfach unfassbar. Das ist irgendwie, als wenn ein Fußballspieler sagen würde, nee, ab jetzt gibt es keinen Abseits mehr. Nee, das ist scheißegal. Machen wir jetzt einfach. Und also, gut, ich verstehe so ein bisschen. Das Problem hat natürlich manchmal Menschen, wo man sagt, ja, das sieht aus, die zeigen diese Charakterzüge und ja, wir können keine Diagnose geben, aber man sieht diese Charakterzüge. Trotzdem frage ich mich, wo sich aus dem Verhalten, was man da jetzt gesehen hat, wo sich da jetzt daraus erschließt, dass Johnny Depp Narzisst ist, ich weiß es nicht. Klar, alle Menschen haben narzisstische Anteile, Schauspieler vielleicht auch mehr, aber wo sich das aus dem, was man da sehen kann, wo sich das da jetzt erschließt, weil für mich zeigt Johnny Depp ein typisch co-abhängiges Verhalten, in der Beziehung zumindest, woanders vielleicht nicht. Was es nicht heißt, dass die Co-Abhängigen immer die Lieben sind, aber keine Ahnung. Also ich fand's krass, wurde natürlich auch im Kreuzverhör, wurde natürlich dazu gelöchert auch, aber ist dann bei geblieben. Und dann hat er dann auch noch gesagt, ja, also Cluster B hat ja sowieso, hat er gesagt, das wusste ich jetzt auch nicht, kann sein, dass das stimmt, dass bei häuslicher Gewalt, dass es da zu 80-90% auch um Persönlichkeitsstörungen geht, wobei ich mir denke, wenn jetzt jemand reaktiv Gewalt hat, hat er dann auch mal eine Persönlichkeitsstörung, weiß ich nicht. Aber dann wurde nicht richtigerweise gesagt, ja, aber wir haben doch hier von Amber Heard auch Cluster B-Diagnosen im Raum stehen, so, ne? Ja, ja, klar, klar, wäre auch mehr assoziiert mit Gewalt und so, ja. Also, krass. Also ich fand's, und dann hat er sich da versucht, ein bisschen rauszureden. Ja, nee, er hätte, ja, er wird jetzt nicht die volle Diagnose geben, aber er hätte narzisstische Anteile. Und dann wurde gefragt, ja, aber kann man das, gibt es denn auch Forschungen, dass narzisstische Anteile schon reichen, dass es eher Gewalt gibt? Also es ist wirklich eine absolute Irrsinnsaussage, fand ich. Also wirklich sowas, da fragt man sich manchmal echt, weiß ich nicht, gibt es für jeden Scheiß, den man hören will, gibt es da irgendwie einen Experten? Oder, ach, mich hat das richtig angetriggert, ey. Richtig hart angetriggert. Aber gut, die sind vielleicht auch verzweifelt. Und wenn ich das so richtig verstanden habe, wurde dann auch noch, hat er dann auch noch gesagt, dass er kognitiv beeinträchtigt wäre. Johnny Depp. Und auch anhand von, nicht, dass er hat ihn ja nicht untersucht, ne, sondern anhand von irgendwelchen Sachen, die er gelesen hat, wo er aber nicht dabei war, und wurde dieser Mini-Mental State genannt. Gut, das ist wirklich so ein uralt Test, den aber er gar nicht durchgeführt hat, sondern wo er nur irgendwelche Daten drüber hat, wo man nicht weiß, in welchem Zustand war er da gerade besoffen, als er aufgenommen wurde. Und wie jetzt, ich weiß nicht, wie man Filme drehen kann oder kognitiv beeinträchtigt sein kann, weiß ich nicht. Aber was hat das dann auch damit zu tun, was da jetzt passiert ist? Also, ich muss mich jetzt erstmal wieder beruhigen. Ach so, bevor ich es vergesse, als letztes wurde dann, hat er auch gefragt, ja, wie sehen Sie denn diese Aussagen von Dr. Curry, die ja Amber Heard 11 Stunden getestet hat, 11 fucking Stunden? Ja, nee, die Diagnosen könnte er nicht nachvollziehen. Also würde denken, nee, hätte nicht die Diagnosen. Anteile, ja, aber nicht die Diagnosen. Aus der Ferne. Oh, ey. Leute, da könnt ihr auch da irgendeinen YouTube-Coach hinstellen oder was. Also, wofür dann noch Experten, ey? Alter, mich hat das so angetriggert. Aber es ist halt so, es wird in dieser Welt, wird einfach alles verdreht und dann weiß einfach keiner mehr, was weiß ich, da wird die Ukraine wird überfallen und die Ukraine ist schuld und also diese Welt ist einfach ein Chaos. Also hört auf euer Bauchgefühl, hört in euch rein, findet eure eigene Wahrheit, kann man gleich nur sagen, weil irgendwie wird alles auf den Kopf gestellt gerade. Ich weiß auch nicht, ja, vielleicht müssen wir da jetzt durch, vielleicht ist das die 4. Dimension und wir kommen bald in die 5. an. Wäre ja schön. Wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt oder Fragen habt oder Anmerkungen, schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns bald wieder.